Rückstand der ATSV in der zweiten Runde. Stets gab es dann das bittere Aus. Ja, und jetzt dann auch der Dosenöffner. 15 Minuten hat es gedauert. Und wer natürlich, Sean Weißmann, kann hier sich gegen Max Friesacher durchsetzen. Und dann steht es auch schon 1:0 für den Favoriten. Stefan Wuthe kann ihm da auch nicht mehr viel entgegensetzen. Und dann hat Friesacher auch keine Chance, da so wirklich noch was zu machen. Damit hat man schon für die ein oder andere Überraschung in dieser Saison sorgen können. Sean Weißmann! Und das 2:0. Und was für eins! Doppelpack vom Offensivmann. Wow! Klasse aber auch das Spiel zuvor. Die Vorarbeit von Alexander Schmidt. Der Pass mit dem Außenriss nach vorne in die Tiefe. Hier sehen wir es nochmal. Zack. Und dann ist da schon Weißmann. Spaziert noch ganz in aller Ruhe an Gollner vorbei. Und dann ist der Ball drin. Überragendes Tor. Und fast auch schon ein Treffer. Verlängerung dürfte hier nicht geben. Es gibt dagegen das 4:0. Das war mal ein astreiner Kopfball vom Mann mit der Nummer 22, Dominik Baumgartner. Wie aus dem Lehrbuch. 76. Spielminute, neuer Spielstand 0:4. Torschütze für den RZ Pellets WRC, die Nummer 10. Die ist wirklich klasse reingebracht, die Ecke. Und dann steigt er da richtig hoch ins Obergeschoss. Wir sehen es nochmal aus der Ferne. Und dann macht er das wirklich gut und platziert. Und noch ein Endergebnis. WSG Wattens gegen Austria Wien 5:2. Also konnte er sich wirklich hier auch empfehlen für den ein oder anderen Einsatz noch. Das kann auf jeden Fall ebenfalls Niangbo mit seinem Treffer zum 5:0. Aber auch da war das Ganze ein bisschen abgefälscht. Man konnte es gerade nicht so genau sehen, welcher Spieler vom ATSV es war. Müsste Stefan Wuthe gewesen sein, der dann den Ball noch mit seinem Rücken so ein bisschen abgefälscht hat. Und Niangbo zieht nochmal an. Ritzing. Und dann legen sie ihn sich beinahe selbst rein. Und da ist es dann auch noch gefallen, 6:0. Und jetzt hat er seinen Treffer. Schmerböck. Halbe Dutzend ist voll. Der Kapitän legt ihn rein. Und dann ist es eine Co-Produktion von Wuthe und Pörchheim, Fragezeichen, der da angeschossen wird. Und Schmerböck ist der